Ihr seht One Minute Mysteries, wo wir versuchen, 22 Minuten Scooby-Doo in nur 60 Sekunden zu quetschen. Los geht's! Der berühmte Künstler Randy Warsaw macht eine Ausstellung mit Konzert, als plötzlich sein neuestes Werk zum Leben erwacht und eine König-Midas-Nummer abzieht und die Sängerin der Band in eine goldene Statue verwandelt. Das hätte echt nicht passieren sollen. Die Gang soll den Fall aufklären und sie fahren zu Warsaws Studio, wo alle aus irgendeinem Grund ein Umstyling bekommen. Was ist mit mir, Mr. Warsaw? Außer Daphne, weil Warsaw sie langweilig findet, also sagt er... Hinfort. Aber plötzlich wird das Ding wieder lebendig und schnappt sich ein zweites Opfer, das es in Gold verwandelt. Daphne verdächtigt diesen 70er-Jahre-Nachrichtensprecher, etwas damit zu tun zu haben und folgt ihm. Aber der hat nur einen schlechten Tag, der jetzt noch schlechter wird. Im Geheimquartier sucht die Gang nach der Lösung und bemerken, dass die Statuen so ähnlich aussehen wie das Gemälde einer berühmten Polka-Band. Shaggy gibt zu, dass er ein Polka-Fan ist und Fred kriegt einen Fischkopf. Das Ding braucht eine letzte Person, um das Gemälde nachzustellen, also bietet Warsaw an, sich selbst zu opfern. Ihr wisst schon, für die Kunst. Das wird mein allergrößtes Meisterwerk! Aber die Gang entwickelt einen Plan, die Maschine mit einer von Freds Fallen zu stoppen. Und der Schurke ist tatsächlich... Butch Fairbanks, der Bassist der Band, dessen Polka-Band-Träume durch Warsaw zerstört wurden. Also dachte er sich einen Plan aus, lebendige Leute zu Kunst werden zu lassen und Warsaw nebenbei zu ruinieren. Und ich wäre damit durchgekommen, wenn sich diese elenden Polka-Hasser nicht eingemischt hätten. Dank der Mystery Gang macht jetzt ein Polka-Spieler weniger die Straßen unsicher. Das war's für heute. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein für eine neue Folge von One Minute Mysteries.